Liebes Pendel, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute viel über Vorhofflimmern gehört und Vorhofflimmerpatienten werden ja nicht nur abladiert und getavit, sondern auch koronar gestentet. Und somit stellt sich die Frage, Trippeltherapie, ja oder nein oder überhaupt nicht mehr. Wir sind ein bisschen spät dran, ich werde versuchen, einigermaßen in der Zeit zu bleiben. Einige Fragen vorbereitet mit schnellen Antworten. Zunächst mal, was ist überhaupt eine Trippeltherapie? Warum machen wir das? Womit machen wir das? Was sind die Risiken einer Trippeltherapie? Und letztlich die entscheidende Frage, kann auf eine Trippeltherapie verzichtet werden, ohne das Risiko eines ischämischen Ereignisses zu erhöhen? Und wenn man das macht, ist es denn überhaupt leitliniengerecht? Nun zunächst mal Definition der Trippeltherapie. Trippeltherapie ist DAPT. DAPT ist also duale Antiplättchentherapie plus OAK, orale Langzeitantikoagulation. DAT wird oft verwechselt mit DAPT, deswegen bringe ich das. DAT ist eine duale antithrombotische Therapie, definiert als TAH, also nur ein Thrombozytenaggregationsemmer und orale Antikoagulation. TAT sollte nicht verwendet werden und bei Monotherapie sollte man schon genau sagen, was man eigentlich damit meint. Warum machen wir die Trippeltherapie? Nun, das wissen wir, wir wollen Thromben vermeiden und zwar Thromben im Stent nach der Implantation und Thromben, die sich loslösen und einen Schlaganfall bei Vorhofflimmern produzieren. Und deswegen müssen wir sowohl den Plättchenthrombus hemmen als auch den Fibrinthrombus. Und das geht eben durch Plättchenhemmung und Antikoagulation. Es gibt viele Schemata. Hier, das habe ich mal einfach versucht, etwas einfacher darzustellen. Hier ist der Ablauf des Plättchenthrombus. Das kennen Sie alle, will ich jetzt nicht einzeln aus Zeitgründen hier erwähnen. Andererseits der Fibrinthrombus, Gewebsfaktor, Aktivierung, Prothrombin, Thrombin, Fibrinthrombus, das kennen Sie alle. Das heißt, wir müssen diese beiden Schienen hier bedienen. Wie häufig ist damit zu rechnen? Man geht davon aus, dass ca. 5-10% der Stentpatienten eine Dauerantikoagulation, meist wegen Vorhofflimmern, benötigen, mit steigender Tendenz. Wir werden immer älter, immer mehr Vorhofflimmern, immer mehr Stents. Also das ist ein zunehmendes Problem. Womit Trippeltherapie? Gut, wie gesagt, Trippeltherapie heißt DAPT plus OAK. Zu DAPT gibt es drei Möglichkeiten, ASS plus Clopidogrel, ASS plus Prasio und ASS plus Tigra. Sind schon mal drei Möglichkeiten. So, was gibt es zur oralen Antikoagulation? Da haben wir einmal die Vitamin-K-Antagonisten und wir haben vier verschiedene NOACs. Wenn Sie jetzt sagen, NOACs mit zwei Dosierungen, 2×4 = 8, einmal Vitamin K ist 9×3 = 27. Also es gibt 27 Möglichkeiten einer Trippeltherapie, die wir durchführen könnten. Was sind die Risiken? Eine etwas ältere Abbildung, aber sehr wichtig. Trippeltherapie hat das höchste Blutungsrisiko von all diesen anderen Formen. Und beachten Sie bitte hier die X-Achse, die ist nämlich logarithmisch. Und insofern ist das wirklich ganz gewaltig. Hier eine etwas neuere Arbeit. Natürlich hat Trippeltherapie mehr Blutungskomplikationen als eine DAPT. Aber warum zeige ich Ihnen das? Weil die das sehr schön untersucht haben und sagen, dass die Blutungskomplikationen bei Trippeltherapie unabhängig sind von der TTR, also Time Therapeutic Range. Also Sie können sich so viel Mühe geben, wie Sie wollen, mit der guten, optimalen INR-Einstellungen. Das nützt nichts, die Blutungskomplikationen sind da. Was ist Trippeltherapie mit einem neuen P2Y-Inhibitor? Trippeltherapie mit Prasugrel, deutlich mehr Blutungen als Trippeltherapie mit Clopidogrel. Und so steht es auch in den Leitlinien. Klasse 3 Indikation, sprich verboten. Keine Trippeltherapie mit Prasugrel, keine Trippeltherapie mit Ticagrelor. Dadurch geht schon die Anzahl der Möglichkeiten dann wieder etwas zurück. Die aktuellen Leitlinien machen vier verschiedene klinische Szenarien. Akutes Koronarsyndrom oder stabile KHK, jeweils mit niedrigem oder mit hohem Blutungsrisiko. Trippeltherapie in jedem Fall, entweder 6 Monate hier bei ACS und niedrigem Blutungsrisiko, also ASS plus Clopi plus OAC und bei den anderen drei Kombinationsmöglichkeiten auch Trippeltherapie, aber nur 1 Monat. Dann im Anschluss duale Therapie, Clopi plus OAK und dann nach 1 Jahr Monotherapie, Antikoagulation. Jetzt kommt die entscheidende Frage, kann auf eine Trippeltherapie verzichtet werden, ohne
das ischämische Risiko zu erhöhen. Jetzt werden Sie sich fragen, wer kommt denn auf so eine Schnapsidee? Wer kommt denn auf die Idee, nach Stentimplantation das ASS wegzulassen? Unser altes, gutes, heiliges ASS kann man doch nicht einfach weglassen. Der Grundgedanke ist der hier, nämlich, das ist der Trick, dass man weiß, dass Thrombin nicht nur den Fibrinthrombus hier beeinflusst oder Thrombinhemmung den Thrombus hier hemmt, sondern dass Thrombin auch gleichzeitig Thrombozytenaggregation hemmt. Und die Frage ist, wie ist das im Verhältnis? Und es gibt drei Studien, ich habe da aus Zeitgründen die jetzt mal ganz kurz hier zusammengefasst. Die WUS-Studie, 573 Patienten, Pioneer AF mit 2124 Patienten und die neueste ist die Redual PCI mit 2725 Patienten, sozusagen die größte. Was haben die gemacht? Alle drei haben als Triple-Therapie Vitamin-K-Antagonist plus As plus Clopidogrel. Bei Pioneer AF war auch Prasio und Tica erlaubt, aber Sie sehen, über 90%, die haben sich nicht getraut, die haben lieber Clopi gegeben. Bei Redual PCI war Prasio nicht erlaubt, aber Tica, und immerhin haben 12% hier auch noch Tica gegeben, da werde ich Ihnen dann gleich Daten dazu zeigen. Aber alle haben Triple-Therapie mit Vitamin-K-Antagonist gemacht. Die duale Therapie, also keine Triple-Therapie, alle mit oraler Antikoagulation plus Clopidogrel, hier statt Vitamin-K-Antagonist im Pioneer Rivaroxaban, aber in der reduzierten Dosis, normalerweise 15 Milligramm und bei etwas eingeschränkter Nierenfunktion 10 Milligramm. Im Gegensatz hierzu hat die Redual PCI mit Dabigatran die ganz normalen etablierten Vorhofflimmer therapeutische Dosen verwandt. Was kam raus, kann man relativ kurz machen. Alle drei Studien haben den primären Endpunkt erreicht. Ja, ja, ja. Etwas unterschiedliche Blutungsdefinitionen, aber in allen drei Studien war der primäre Endpunkt eine Blutungsdefinition. Jetzt können Sie sagen, naja, was soll's, ist doch kein Wunder, dass die duale Therapie weniger blutet als die Triple-Therapie, ist ja auch so. Was uns aber interessiert, sind ja die ischämischen Endpunkte. Tod, Myokardinfarkt, Stentthrombose, Schlaganfall und so weiter. Und alle drei Studien haben ihre jeweils sekundären Endpunkte erreicht. Allerdings können Sie natürlich kritisch sagen, ja, die sekundären Endpunkte waren nicht gepowert genug. Alle drei Studien waren also nicht gepowert genug, um ischämische Endpunkte zu beurteilen. Aber immerhin ist das ein ganz deutlicher, eindeutiger Trend. Okay, jetzt wenn man das macht, ich mache jetzt nur noch duale Therapie, kein ASS mehr nach Stentimplantation, ist das leitliniengerecht? Und dann schauen wir in die allerneuesten Leitlinien, die im August dieses Jahres veröffentlicht worden sind. DAPT-Leitlinien, 40 Seiten ist ein bisschen viel für DAPT, aber es lohnt sich, die mal durchzulesen. Und da sehen wir erfreulicherweise, ist was Neues hinzugekommen. Hier unten steht dual, das heißt, Verzicht auf S ist erlaubt in den Leitlinien, wenn das Blutungsrisiko größer ist als das ischämische Risiko. So, wie soll man das nun hier beurteilen? Um Gottes Willen, jetzt hier nicht alles durchgucken. Hier schauen Sie, da oben ist ein Dreier. Nicht? Und was heißt der Dreier? Der Dreier steht da. Bleeding risk can be estimated mit Has-Bled score oder ABC score. Das heißt, das Blutungsrisiko wird beurteilt mit dem Has-Bled, den kennen Sie alle, und dem ABC-Score. Ich weiß nicht, wer den ABC-Score kennt, ich kannte ihn auch nicht, ja, sehr interessant. Insofern lohnt sich schon ab und zu mal die Leitlinien zu lesen. So, links übrig geblieben sind aber die, wo man lieber die Triple-Therapie dann doch durchführt, wenn Sie glauben, dass das ischämische Risiko doch besteht. Und wir wissen einfach, dass bei komplexen PCIs das Stentthrombose-Risiko doppelt so hoch ist wie bei einfachen PCIs. Und da gibt es in den Leitlinien eine schöne Tabelle. Zum Beispiel, ich erwähne hier nur, wenn Sie mehr als 6 cm Stent implantieren oder mindestens 3 Läsionen behandelt oder mindestens 3 Stents implantiert und so weiter, Hauptstammstenosen, komplexe Eingriffe, sollte man vielleicht doch zunächst mal die Triple-Therapie lassen. Wenn Sie aber sich jetzt dann doch für eine duale Therapie entscheiden, dann steht in den Leitlinien ja immerhin Klasse 1, 2AA Empfehlung, aber mit Clopidogrel. Und da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, einfach so. Warum? Ja, wir wissen doch, dass Clopidogrel nicht bei allen Patienten wirkt. Ist ja schon 7 Jahre her, dass diese Warnung erschienen ist, dieses Black Box Warning vom FDA.
und wo steht, es gibt eine ganze Reihe von Patienten, die nicht imstande sind, das Clopidogrel überhaupt zu metabolisieren, zu einem aktiv wirksamen Metaboliten. Und wie häufig kommt das vor? Da habe ich die neuesten Zahlen mitgebracht von der Tropical ACS-Studie, auf die will ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen, aber die 40% sollen Sie mit nach Hause nehmen. Immerhin würde die primär überwiegend in München durchgeführt, das heißt in München und Umgebung können Sie davon ausgehen, dass fast jeder zweite Patient ein Clopidogrel Non- oder Low-Responder ist. Deswegen habe ich die Bauchschmerzen. So, jetzt nehmen wir einen stärker wirksamen P2Y-Inhibitor, nicht Clopidogrel, sondern Ticagrelor. Da wurden gerade vor wenigen Wochen, am 14. November, wurden diese Daten von der REDUAL-PCI-Studie vorgestellt. Da kam raus, dass Dabigatran deutlich weniger Blutungen macht als Vitamin-K-Antagonist. Na gut, das ist ja nichts Neues, aber entscheidend ist das hier. Ticagrelor führt zu mehr Blutungen in der dualen Therapie als Clopidogrel. Das ist ja auch logisch. Aber hat das einen positiven Effekt auf ischämische Ereignisse, um es kurz zu machen? Nein. Das heißt, eine DAT mit Ticagrelor statt mit Clopidogrel, wie in der Dabigatran-Studie gezeigt, hat keine Vorteile. Zusammenfassung: Die Kombination einer Thrombozytenaggregationshemmung mit einer Antikoagulation ist nach koronarer Stentimplantation bei Patienten mit oraler Langzeitantikoagulation essentiell, klar. Eine Triple-Therapie, also DAPT plus ORG, ist aber mit einem deutlich erhöhten Blutungsrisiko verbunden. In 3 randomisierten Studien konnte gezeigt werden, dass eine DAT unter Weglassen von AS im Vergleich zur Triple-Therapie das Blutungsrisiko erheblich senkt, ohne aber gleichzeitig das Risiko für ischämische Ereignisse zu erhöhen. Allerdings waren diese Studien für eine Reduktion ischämischer Ereignisse nicht gepowert. Aufgrund aktueller ESC-Leitlinien kam bei vielen Patienten a priori auf eine Triple-Therapie zugunsten einer DAT mit Clopidogrel verzichtet werden. Bei Patienten mit deutlich erhöhtem Risiko einer Stentthrombose sollte aber unverändert eine initiale Triple-Therapie erwogen werden. In Anbetracht der relativ hohen Rate an ungenügender Clopidogrel-Wirkung bleibt die Frage nach einer DAT mit ASS statt mit Clopi diskussionswürdig. Werden weder Prasugrel noch Ticagrelor sollte in einer Triple-Therapie verwendet werden. Daten aus randomisierten Studien für eine DAT existieren aber nur für 2 der 4 NOACs, nämlich für Rivaroxaban und Dabigatran. Beide Substanzen sind erfreulicherweise für diese neue Indikation zugelassen. Aber die Dosis von Rivaroxaban ist hierbei mit 15 bzw. 10 Milligramm pro Tag niedriger als die normale therapeutische Dosis, hängt davon der Nierenfunktion ab. Dagegen, das ist ein relevanter Unterschied, wird Dabigatran auch bei einer DAT in der therapeutischen Vorflimmerdosierung von 150 bzw. 110 Milligramm hier eingesetzt. Bei einer GFR unter 30 sollte man allerdings beide Substanzen nicht einsetzen. Und last but not least ist die Folge daraus, dass Sie nach einem Jahr DAT mit Rivaroxaban die Dosis wieder erhöhen müssen, aber wenn Sie sich für Dabigatran entscheiden, können Sie die Dosis unverändert weitergeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sigi.